Und meine feste Überzeugung ist, dass es gut ist, wenn Gebäude gegen Elementarschäden versichert sind. Ich würde das auch jedem empfehlen. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass jeder Mensch, der eine Elementarschadenspflichtversicherung bekommen möchte, auch ein Angebot dafür bekommen muss, damit er sich frei entscheiden kann, ob das Gebäude, das ihm gehört, eben eine entsprechende Abdeckung genießt. Das ist vernünftig. Es gibt aber Ausnahmesituationen, in denen eine Pflichtversicherung mit ganz schwierigen Konsequenzen verbunden wäre. Es gibt Regionen in Deutschland, wo die Versicherungsprämien so hoch wären, dass wir möglicherweise Menschen aus ihrem Elternhaus vertreiben, die sich die Versicherungsprämien nicht mehr leisten können. Es könnte dazu führen, dass die Nebenkosten so stark ansteigen, dass auch Mieterinnen und Mieter sich das Wohnen in bestimmten Regionen nicht mehr leisten können. Und deshalb ist es sinnvoll, dass wir hier nicht mit komplizierten Ausnahmeregelungen arbeiten müssen, dass wir nicht eine Pflicht einführen, von denen es dann jede Menge komplizierte Ausnahmen geben muss, dass es dann nicht neue Behörden gibt, die sich die Frage stellen, ob eine Ausnahmeregelung greift oder nicht greift und die die Einhaltung einer Versicherungspflicht überwacht. Und im Übrigen ist es ja auch so, dass eines der wichtigsten Argumente für die Elementarschadenspflichtversicherung immer war, den Steuerzahler frei zu halten von finanziellen Belastungen. Und da wissen wir mittlerweile, dass dieses Versprechen nicht gehalten werden kann, weil ja auch die Länderseite mittlerweile zugibt, dass man eine solche Elementarschadenspflichtversicherung nicht bezahlbar organisieren kann ohne eine Beteiligung des Staates, sprich, dass der Steuerzahler am Ende doch wieder in der Haftung mit drinsteckt.